YouTube. Hallo, hallo und herzlich willkommen zu Worker and Resources. So, Dele, da sind wir. Wir sind in unserer Stadt. Ich habe gerade ein kleines Problem festgestellt. Wir hatten Elektrizitätsprobleme und dann habe ich hier mal raufgeguckt. Wir verbrauchen 2,6 Megawatt, wir importieren aber nur 1,8 Megawatt. Ja, gut. So, Stromprobleme gelöst. Außerdem habe ich ein bisschen gewartet. Die Dinger sind hier bald fertig. Da fehlen nur noch so kleine Lückenschlussdinger. Dann wäre auch das fertig. Hier steht alles. Wasser kommt an. Abwasser sammelt sich hier von der Feuerwehr. Das heißt, auch da müsste die Gesundheit hochgehen, weil Wasser oder kein Wasser bekommen keine Rolle mehr spielt. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Was jetzt ein Problem ist, wie wir bei der Gesundheit sehen, Umweltverschmutzung 827 Mal. Wir haben die Forschung abgeschlossen für Luftüberwachung. Also ihr Dingsüberwachung. Ich weiß nur nicht, wo die ist. Ich habe die noch nie gebaut. Da müssen wir jetzt mal selber durchgucken, wo das sich verstecken könnte. Unterfracht wahrscheinlich nicht. Flüssiggüter, Elektrizität, eigentlich ja auch nicht. Klempnerarbeiten, auch nicht. Heizung, bei Müll vielleicht. Verschrottung, Recycling, Müllcontainer, auch nicht. Wohngebiete. Kultur, Sport, nee. Staatliche Infrastruktur, hier. Überwachung für Verschmutzung. Da ist es. Ich weiß halt nicht, brauchen die Arbeitskräfte? Keine Ahnung, aber ich würde sagen, hier wäre auf jeden Fall ein guter Ort in der Ecke, dass wir das probieren. Ich weiß halt auch nicht, ob man zwei oder drei von diesen Türmen braucht. Ah, hier wollen wir mit einer Schiene durch. Hahaha, fast wieder zugebaut. Ich glaube aber vielleicht zwischen denen hier ist gar nicht schlecht. Vielleicht können wir hier irgendwo ran. Hier hinten. Ja, da ist doch gut. Dann wäre das später ein gerader Weg. So, dann machen wir den Weg nämlich gleich gerade. Klingsi klongsi, dingsi dongsi. Gehen dafür da ran. Boah. So. Und Lightro sagt, ist im amerikanischen Fernsehen nicht auch ein relativ großer Delay bei Live-Sendern genau aus solchen Gründen? Genau, wir reden nämlich gerade so über Gründe, warum man bei Twitch unter anderem gesperrt werden könnte und ob man da Möglichkeiten hat. Und ja, technisch, genau, hast du ein Delay bei vielen großen Sachen, um genau dann nochmal eingreifen zu können, wenn was passiert. Manchmal ist es auch einfach technisch bedingt, zusätzlich, aber manchmal baust du auch ein künstliches ein. Könnte ich auch einbauen. Also es gibt auch einen Puffer, den du einstellen könntest bei OBS, sodass du einen künstlichen Verzögerung zu Twitch hättest. Aber ja, im Zweifel macht man das nicht. Weil man ja eine direkte Kommunikation bei Twitch gerade erreichen möchte. Können die Straße hier noch ausbauen, aber wegen dem Bahnübergang warte ich damit mal noch. Ja, das größte Problem, was wir haben, 347 Leute sind jetzt... Ah, funktioniert, ist fertig. Sind jetzt ohne Zuhause. Das ist ein Problem. Und ich glaube, da müssen wir jetzt ansetzen. Und wir hatten so ein paar Kleinigkeiten, die wir klären müssen. Und zwar zum einen. Ja, hier kriege ich... Hahaha. Das ist eine Kacke. Okay. Ich wollte hier nämlich einen Weg hinsetzen. Aber das geht ja nicht, weil da ein Weg ist. Der ist falsch an der Stelle. Den müssen wir abreißen. Dieses kleine Stück.
Weil gerade der Booster fährt, kann ich es aber nicht löschen. Jetzt. So, das muss weg. Wenn das weg ist, können wir hier nämlich einen Weg hinbauen. Die Frage ist dann halt nur, wo genau? Weil hier muss ein Müllplatz hin. Für die beiden Gebäude. Wir könnten natürlich theoretisch auch einen kleinen Müllplatz hier hinsetzen. So. Im Notfall, wenn das nicht klappen sollte. Platz der Republik. Nee. Wie haben wir den genannt? Platz der... Ich weiß es gar nicht mehr. Irgendein Platz. Ja, vielleicht wird es langsam mal Zeit, dass wir hier ein paar Bäume setzen. Wir haben ja hier noch andere Palmen. Hier solche Palmen. Vielleicht machen wir die hier hin. So ein bisschen mehr, dass hier was Besonderes sind, diese Häuser. Wie hat mir gesagt, Großfunktionäre wohnen hier, nicht wahr? Wunderhübsch. Und hier vielleicht. Ja. Geht auch sicher auch noch eine hin. Nee, geht nicht. Hier geht aber noch eine. Warte mal. Ah, okay. Hier hätte ich mittig setzen sollen, was? Okay, da passt keine mehr hin. So. Vor dem Schild vielleicht nicht. Hier beim Müllplatz noch. Dass wir dem noch mit wegmachen. Ein bisschen, wenn es geht. Dass die nicht auf die ganze Sache hier gucken müssen die ganze Zeit. Bin mal gespannt, wie die aussehen, wenn die groß sind. Die haben wir noch gar nicht gesetzt. Ich glaube, die sind nämlich aus dem Wüstensetting. Dann machen wir hier noch so kleine Palmdinger. Und gucken mal, wie das dann wird. Achtung, Umweltverschmutzung. Die Umweltverschmutzung höhere Werte als vorgesehen. Aha. Okay. Aktuelle Verschmutzung anzeigen. Okay, ich weiß nicht, wie das funktioniert. Irgendwie schlägt das doch aber gar nicht aus. Verstrahlung maximal, das ist okay. Verschmutzung benachrichtigen über 50%. Durchschnittliche Verschmutzung 23. Okay. Roter Platz. Na, rot ist er nicht wirklich. Platz der... Nicht Republik. Platz der... Also ich weiß nicht, wie das... Ich glaube, das ist aber eine Strahlung. Ah, da muss ich drüber gehen. Okay, da sehen wir die Verschmutzung. Ah, in dem Radius misst der. Und wir sehen genau die vier Fabriken hier. Erzeugen bis hier hinten zu den Arbeitern die Verschmutzung. Okay, also das muss deutlich weiter voneinander weg an den Stellen. Und ich will gar nicht wissen, wie es hier hinten aussieht. Da bauen wir vielleicht auch noch so einen Turm. Einfach nur, um es zu wissen. Das ist natürlich cool, dass man erst solche Gebäude bauen muss, um das dann herauszufinden. Ist halt realistisch. Aber auch irgendwie gemein. Aber in City Skylines wird dir halt angezeigt, schlechte Gesundheit wegen bla bla bla, nicht? Aber hier musst du es erst herausfinden, dass die Gesundheit beeinträchtigt ist, weil halt dieses Gebäude die Messung erst vornehmen muss und du es vorher nicht weißt. So, haben wir den hier mit ran? Ist ja ein großer Radius, oder?
Und sind hier alle Servicegebäude auf dem Level? Ich glaube, damit kann ich gut leben. So. Und hallo, Gamer Paddy! City Skylines ist besser. Nee, einfacher. Das ist so die Quintessenz. Ich finde das hier gut. Aber jetzt müssen wir halt die Filter erforschen und da sind wir auch dabei. Wo ist die Uni? Filter müssen bald fertig sein und dann würde ich die hier dann einbauen, sofern wir die schon können. Nicht, dass wir die erst herstellen müssen. Okay, die Straße ist abgerissen. Sehr gut. Dann können wir die wieder... verbinden. Okay, ich wollte gerade sagen, hä, warum verbindet er die nicht? So. Genau, genau. Können wir hier nämlich so rangehen. Und jetzt müssten wir, wenn wir das gebaut haben, hier einen Müllplatz nämlich vorsehen. Den da, wahrscheinlich den so. Und dann waren mich 123 Meter. Ja, ja. Also mich, wir haben hier echt Kante auf Kante. Da wäre okay. Dann muss er da hin. Anders geht's nicht. Und wir brauchen den Kinderspielplatz hier. Der war unter... Monumente oder sowas. Monumente. Da Monumente. Hier. Also da finde ich den absolut maximal falsch platziert. Und dann kommt der hier daneben. So. Dann sind die auch damit versorgt. Naja, Fahrzeugtyp, Umweltverschmutzung. Ja, 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 wissen wir alles. Ich muss es selber sicher erst herstellen lassen, so wie das funktioniert, ja. Was mich ein bisschen stört, ich würde gerne noch eine Fahrradfabrik haben, dass man so Fahrräder herstellen könnte und dann so Fahrradwege hätte. Das wäre noch cool. Schichtwechsel. Ich übergebe die Spätschicht an Gamer Paddy und verschwinde gleich ins Bett. Was? Wir wollten doch noch Geotastic spielen. Nein, machen wir aber morgen, wenn alles gut läuft. Also nicht verpassen, wenn du dabei sein willst. Dann eine ordentliche Runde, von Anfang an vielleicht mal wieder. Verpasse immer die guten Anfänge, wenn es gut läuft. Und die schlechten, wenn es nicht gut läuft, da bist du da. Das ist immer so peinlich. Ja, guckt also auch ihr Geotastic auf meinem Kanal. Da haben wir auf jeden Fall sehr viel lange Spaß und Leiden. Ich glaube, das hier sind richtige Palmen, nicht? Wirklich so Wüstenpalmen. Aber passt zu dieser trostlosen Ecke, glaube ich, ganz gut. Wann fängst du morgen an? Je nachdem, wie das Wetter wird. Morgen ist Einkaufen immer samstags. Dann gehe ich vielleicht was essen oder in den Biergarten. Je nachdem, ob es kalt oder warm ist. Aber es sollen ja 31 Grad werden. Vielleicht machen wir auch was anderes noch. Und dann spätestens aber 18 Uhr. Denke nicht viel früher. Das ist halt so meine Zeit, 18 Uhr. Da könnt ihr einschalten. Ja, die Straße müssen wir auch machen, aber da brauchen wir auch die Schienen erst. Okay, was machen wir denn mit dem Platz hier? Also ich könnte den Bahnhof halt hier ein bisschen reindrehen, aber eigentlich würde ich das ungerne machen. Weil wir hier zum Beispiel nämlich eine Straße ziehen könnten. So. Hätten wir hier auch noch Platz. Einkaufsladen ist da. Ach so, genau, wir bräuchten hier... ja, Achtung, Umweltverschmutzung. Wir bräuchten hier ein Einkaufszentrum für Kleidung. Das wäre wichtig. Falscher Reiter. Oh mein Gott. Kann ich das ausschalten? Ich hoffe. Wartet mal. Ich weiß. Benachrichtigen. Nein, bitte nicht. So.
Aber jetzt können wir hier gucken. Okay, der zeigt wirklich nur einzeln an. Okay, die Ölfelder haben auch krasse Verschmutzung. Aber anscheinend nur Bodenverschmutzung. Gut, aber die arbeitet ja noch nicht. Und da, hier sind die Fabriken eher mit Luftverschmutzung und das zieht halt bis in die Stadt rein. Ungünstig. Ab 12 soll es bei euch spätestens regnen. Ja, hier eher nachmittags. Von daher können wir den Vormittag noch nutzen. Hoffe ich zumindest. Aber Wetterbericht heutzutage ja auch immer. Den kannst du nicht vertrauen und Glauben schenken. Leider. Hier haben wir doch eine Alternativroute. Komm. Wir bauen die mal. Einfach, dass die auch so ein bisschen was zu tun haben. Und die Baubüros könnten sich zum Beispiel auch selber die Straße bauen. Zum Beispiel werden die hier nicht gebraucht. So, dann können sie die hier auch bauen. Das wäre zumindest gut. Während wir noch überlegen und planen. Oh. Wartet. Ah, Bau ist ausgesetzt. Sehr gut. Das hier soll gebaut werden. Hier wachsen die Palmen. Das ist auch okay. Umweltverschmutzung wird erforscht. Ist bei 76%. Mong EA oder Einkauf und Biergarten Offstream? Alles Offstream, denke ich. Dafür bin ich noch nicht fit genug mit dem Ohr. Das ist echt, boah. Also es piepst auch die ganze Zeit. Ich muss mal gucken, ob ich Sonntag oder Montag dann zum Arzt gehe, wenn das nicht weggeht. Weil die Ohrentropfen dann auch heute alle sind. Die haben halt auch nur 4-5 Tage gereicht. Das ist so ein ganz kleines Fläschchen. Aber das hört sich nicht gesund an. Sagen wir es mal so. Krank sein ist immer blöd. Dann weiß man erst, was man mit Gesundheit zu tun hat. Ja, die Frage ist auch, hier kommen ja... Wir müssen mal ein bisschen unsere Stadt einteilen. Ich glaube... So, da kommen nämlich die Ressourcen hin. Können doch mal gucken. Kohle. Genau, Kohle. Und dann kann hier die Kohleverarbeitung hin. Irgendwo. Wobei das wegen der Umweltverschmutzung vielleicht hier hinten doch besser wäre als Richtung Stadt. So, da haben wir Kohle. Wir haben aber auch Eisen. Ja gut, die Eisenflecken sind mir egal. Den großen habe ich hier hinten hingesetzt, ne? So, das heißt, hier hätten wir eigentlich Platz für die Verarbeitung. Und Aluminium können wir uns nicht anzeigen lassen, das wäre hier. Das heißt, irgendwie so, muss ja nicht gerade sein, wäre aber dann unsere Stadt am Verlaufen. Das gleiche halt hier. Das muss ich wahrscheinlich nochmal abreißen. Dass wir dann sagen, wir gehen auch hier zum Beispiel eher dann so mit runter oder so. Dass wir so ein bisschen zulaufen und hier dann so den Kern irgendwie haben. Die Schienen laufen ja auch hier weiter. So. Ich wollte das gar nicht bauen. Aber so sieht man es. Die Schienen laufen ja auch hier lang. Das heißt, hier kommt auch noch ein Bahnhof hin. Hier ein Bahnhof. Und von denen können wir uns dann auch immer verteilen. Hier ein Zweierbahnhof und hier wieder ein Viererbahnhof, sodass wir wieder von hier nach da und da weggehen können. Für die Arbeitskräfte, denke ich mal. Hat auch schon wieder einen Kopfhörer auf. Ja, um zu gucken, ob es geht. Und das geht. Weil das andere Ohr ist ja halbwegs okay. Ohne Kopfhörer auf ist ja auch nicht besser. So höre ich wenigstens in den Tinnitus nicht so. Oh, haben sie schon fertig, die Straßen? Ah ja, gut. Fast zumindest. Ist halt immer, man wird älter, damit muss man rechnen.
dass der Körper irgendwann aufhört. Ja, das hier ist auch immer eine doofe Straße. Ein Stau, ja, weiß ich. Ah, aber warte mal. Du kannst nicht reinfahren, weil du nicht rausfahren kannst. Okay, dann fahr du wieder zum Zollhaus. Du bist der, das Problem. Weil sonst können die nicht weiterbauen, wenn der nicht weiterfährt. Was natürlich auch immer blöd gemacht, sowas. Warum liefern die hier die Ziegel hin? Laden hier die Sachen ab? Für was denn? Holz? Wozu haben die Holz und sowas abgelegt hier? Ach, die reparieren das Ding. Ah, die sind hier gerade beim Reparieren. Das Gebäude wird saniert. Oh, ich habe mich gerade gewundert. Was machen die denn? Okay, ist natürlich gut, wenn sie gerade die Gebäude sanieren wollten, dass ich die Straßen baue. Gute Besserung. Ja, danke. Sonntagarzt. Ja, das ist hier mit den Ärzten in Deutschland so. Du gehst zu einem Arzt und der sagt dir, ja, ich bin leider voll, ich nehme keine Patienten an. Dann gehst du zum nächsten Arzt und der sagt, ja, ich bin voll, ich nehme keine Patienten an. Dann wärst du vielleicht zu einem Arzt 5 Kilometer entfernt, wenn du nicht vorher anrufst. Ja, ich bin voll, ich nehme keine Patienten an, auch wenn es ein Notfall ist. Und um das zu umgehen, macht man was? Man geht direkt ins Krankenhaus zu einem Facharzt. Und da ist Sonntag ein sehr guter Tag für. Es ist halt einfach ein dämliches System. Und alles nur, weil mein Ohrenarzt zugemacht hat, weil er illegalerweise Gelder veruntreut hat. Wow. Ganz gut. Er hat irgendwie bei der Krankenkasse Scheiße gebaut. Oder die Gruppe, die dahinter steht. Vielleicht sogar viel eher als der Arzt selber. Und dann wurden einfach mal irgendwie 8 HNO-Ärzte in Leipzig dicht gemacht. Und in Dresden und Chemnitz und noch in weiteren Orten. Also es ist eine riesige Gruppe gewesen. Und ja, da habe ich im Krankenhaus erfahren, dass die aber wieder die Sitze, es sind ja Ärzteschlüssel, nicht? Es darf ja nur so und so viel Ärzte pro Region geben, was von der Krankenkasse bestimmt wurde oder von den Krankenkassen bestimmt wurde. Und die Sitze waren jetzt leer und dadurch gab es eine Unterversorgung und deswegen sind eh alle immer ins Krankenhaus gegangen. Aber die werden jetzt ab Juli wieder alle besetzt, die Leute. Das heißt, in ganz vielen Orten und Standorten in Leipzig hat man dann wieder mehr Ohrenärzte und da muss man auch nicht mehr ins Krankenhaus gehen. Aber aktuell ist die Situation, du kriegst keinen Ohrenarzt in Leipzig, außer du gehst ins Krankenhaus. Ah, das ist halt ein bisschen bescheuert. Und deswegen, Sonntag. Wunderbare Zeit, um dahin zu gehen. Aber ich glaube, den Trick haben viele. Einfach in die Notaufnahme gehen, wenn du Schmerzen hast, weil dich kein Arzt behandeln will. Das ist zumindest das, was ich immer im Fernsehen höre. Und es ist leider traurig, dass es so ist. Ja, das mit dem Bus müssen wir auch mal hinkriegen. Das Problem ist, die Busse holen die Arbeitskräfte von hier. Aber gut, dann haben wir halt einen kurzen Ausfall. Kriegen wir das hin? Lieber jetzt als später. Trick 17, Krankenkasse anrufen, die erzwingen das dann. Ja, oder den Weg gehen. Das kann man auch. Gerade bei guten Krankenkassen funktioniert das dann sogar. Aber du hast dann den Aufwand zur Krankenkasse erstmal in Kontakt herzustellen, wenn du den noch nicht hattest. Also ich wüsste gar nicht, wo und wen ich da anrufen soll. Fällt mir mit dem Palm. Hier hätte ich gerne eher an der Straße als diese krummen. Aber das sind hier natürlich asiatische und das hier wahrscheinlich eher so ja, saudi-arabische, ich weiß nicht, wie heißen die, saharische Palmen. Okay, der Kindergarten ist fertig. Der Müllplatz ist auch fertig. Ja gut, jetzt wird auch die Kirche mit versorgt und der eine Sportplatz noch und so. Passt. Und die Forschung ist abgeschlossen von den Luftfiltern. Das ist eigentlich viel, viel wichtiger gerade. Druckanpassung Pipelines. Forschung an den Druck in Pipelines für Flüssiggut wie Öl zu erhöhen und längere Pipelines zwischen Gebäuden zu ermöglichen. Oha. Gaskraftwerk, Müllverarbeitung, Kunstdünger, Windkraftanlage. Komm, wir erforschen Windkraft, damit wir ein bisschen Energie dazu gewinnen können.
Und ja, wir könnten. Ja gut, wir haben zu wenig Arbeitslose, um die hier hinten hinzuschicken. Das wäre dumm. Wie machen wir das? Wie machen wir das? Ich wollte die Straße hier ausbauen, nicht wahr? Die wollten wir eventuell nochmal neu machen, aber die hier war fix. Dann bauen wir erstmal die Seite bis hier. Ich meine, und das hier ist eigentlich auch fix, oder? Weil das kann ich eh nicht anders mehr bauen. Das ist, wie es ist. Aber das kann ich jetzt nicht einfach wegdübeln. Ohne Umgehungsstraße. Aber das ist mit einer der wichtigsten Verbindungsrouten dann. Bis dann, normaler Mensch. Ich würde nur in gesundheitlichen Notfall ins Krankenhaus gehen. Naja, gut. Was machst du, wenn du Ohrenschmerzen hast und du weißt, dass Montag dein Arzt nicht dich annehmen kann, weil du keinen Arzt hast? Vorsorglich schon dann dir andere Sachen suchen. Wenn die Welt das so will, das ist so ein bisschen wie im Bürgeramt. Du wirst genötigt dazu, dir einen Ausweis zu machen und dafür brauchst du einen Termin. Und wenn du den Termin nicht kriegst, weil das Bürgeramt keine Termine hat, bist du trotzdem schuld, weil du in der Verantwortung gewesen wärst, einen Termin zu holen, um dir den Ausweis, den die wollen, dass du ihn hast, zu beantragen. Nein. Sorry, aber nein. Das ist ein System, was im Untergang geweiht ist. Also, wenn da nicht alle Alarmglocken schrillen, dann weiß ich auch nicht. Hier in der Kirche noch irgendein Monument vielleicht. Fällt mir gerade mal auf. Hier so ein kleiner Platz vorm Bahnhof. Ja, das wäre doch was noch. Okay, hier mit der Straße ist blöd. Es wird nämlich nicht gerade dann. Weil er hier nicht abgehen kann. Das wäre gerade. Okay. So, dann könnten wir hier nämlich eine Fläche einzeichnen. Flächen waren hier. Rollbahn. Ich finde Rollbahn irgendwie am schönsten. Ja, aber wir müssen uns an dieser Straße ausrichten. Ja, ich glaube, dann haben wir es. Hier hinterm Bahnhof. Da müssen wir dann gucken, wenn der Bahnhof da ist. Hausarzt? Naja gut, dann musst du einen Hausarzt haben. Heutzutage haben die wenigsten Hausarzt. Also ich habe zum Beispiel keinen, weil ich umgezogen bin. Und dann geht's los. Der Arzt sagt, oh, ich nehme keine neuen Patienten auf. Und dann hast du die gleiche Situation wie vorher. Und was machst du dann? Ins Krankenhaus gehen. Und das Krankenhaus ist überlastet und ärgert sich. Aber du als Patient willst nur behandelt werden. So ist es halt. Okay, das müssen wir nochmal wegnehmen. So, und dann nochmal von da das so machen. Ja, besser. Und dann können wir hier noch schönen Brunnen oder sowas hinsetzen. Nee, so ein Brunnen. Da zwei kleine. Klein und rund. Oder lieber. Was ist klein? Das ist mittel. Mittel. Ja, Hang-UI. Den fand ich eigentlich ganz gut. Den haben wir noch nicht gebaut. Rechteckig, klein, rund. Dann bauen wir den hier. Ich würde ja gerne noch ein paar Deko-Objekte bauen, aber das geht halt auch nicht. Vielleicht so ein Kiosk hier. Das wäre doch was. Hier. Vom Dings noch so ein Kiosk.
Sehr schön. Dann haben wir da wenigstens so eine halbwegs hübsche Ecke vielleicht. So, wir wollen ja auch noch einen Fußgängerweg. Auf der Seite. Sehr gut. Dann sind die auch verbunden. Und dann können wir hier noch ein paar Häuser hinsetzen. Was nehmen wir da? Vielleicht auch so ein paar engere Gebäude. Ich habe nicht mehr so viel. Ich müsste mir noch ein paar andere runterladen, nicht wahr? Also hier würden natürlich die wieder hinpassen, die wir schon hatten. Könnten so vielleicht zwei, drei nebeneinander setzen oder sowas. Ja, das sind die hässlichen Dinger. Ne, die gab es auch in schön. Die hier waren das, nicht wahr? Das sieht aus, als ob das so... Als ob man da weiterbauen müsste, die Ecke. Okay, wir können das ja mal setzen. Und dann gucken, wie wir das aneinander kriegen. Ich dachte, ohne Überweisung vom Hausarzt darf man gar nicht mehr zum Facharzt. Deswegen ins Krankenhaus. Du merkst, es ist einfach der Trick halt. Nee, so passt das nicht. Klar, es ist dumm und klar, es ist unnötig. Aber früher ist man zum Arzt gegangen. Der hat gesagt, Hallöchen, setzen Sie sich. Heutzutage gehst du zum Arzt, wirst entweder abgelehnt oder musst 8 Stunden sitzen, selbst wenn du einen Termin dir gemacht hast. Dann machst du nur den Termin, wartest 2 Monate drauf, dann kommst du hin oder willst, kurz bevor du hingehst, wird der Termin abgesagt. Es sind halt einfach Zustände und das in Leipzig und Berlin. Auf dem Dorf sieht die Situation immer anders aus. Ne? Also da kann man dann anders da an die Sache rangehen, aber so in mittelgroßen Städten ist das echt scheiße. Und da fragt man sich, wie hat das früher funktioniert und auf einmal hat es aufgehört zu funktionieren. Also gerade in Berlin sind ja nicht unendlich viel mehr Leute entstanden. Also die paar hunderttausend mehr muss eine Großstadt abfedern können. So. Irgendwie so richtig... Nee, so richtig gefällt mir das nicht. Nee. Wir können halt auch nichts anderes bauen. Vielleicht lieber so kleine Dinger? Das sind halt die hässlichen. Das sind die geknickten. Vielleicht die hier. Ja, das, die sehen aus wie welche, die einzeln stehen dürfen. Ich würde die halt am liebsten schräg stellen, aber ich habe noch keine großen Gebäude, die dafür denn dahin könnten. Hier ist der Platz auch nicht so riesig und endlich, dass man hier mehr als 1 oder 2 hinsetzen könnte. Ist ein bisschen Platzverschwendung. Andererseits will ich auch nicht zu eng bauen. Ich will die aber auch nicht gerade setzen. Versteht ihr mein Dilemma so ein bisschen? Vielleicht machen wir das hier so. Und dann haben wir hinten halt nichts gebaut, ne? Wäre auch blöd. Hm.
Gibt es das in schmaler? Wie heißt denn das Gebäude, was wir hier bauen? Großes Wohngebäude 28 irgendwas. Großes Wohngebäude. Zentrum Short haben wir noch. Oder Zentrum Dingens. Na, die anderen können wir alle erst dann freischalten. Oder hier mit dem Tor arbeiten. Ah, warum? Nicht wahr? Gibt eigentlich keinen Grund dafür. Das ist hier was? KDM. Das ist KDM. Da haben wir nur zwei von. Warum auch immer. Ja, okay. Oder das Große halt. Das sind die, die wir hier hinten gebaut haben, nicht wahr? Genau. Dann haben wir noch die hier. Warum habe ich denn das eigentlich nicht hier gebaut? Wäre auch was gewesen. Ja, wenn wir die hier noch nicht haben, dann setzen wir das hier vielleicht hin. Wie viel passen da rein? 172 wären 200, 340. Wäre genau ausreichend. Ja, dann machen wir das doch. Das sollte auch ineinander passen hier hinten hoffentlich. Und dann ist das abgeschlossen zueinander. Ja, haben wir zwar da einen Innenhof, wo nichts ist, aber wir müssen ja auch nicht übertreiben mit dem Bauen. Und zukleistern. Hier haben wir wieder dann das Dachproblem. Ach, jetzt weiß ich, warum ich auch nicht dichter ran kann. Weil ich sonst nicht drehen kann, nicht wahr? Aber wenn ich so dicht dran bin, dann... So vielleicht... Hätten wir auf jeden Fall einen geschlossenen Häuserblock. Oh, kann man machen. Denkt das, das kann was werden. Ey, 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 was ist hier mit dem Weg? Wollte ich so nicht. So, erstmal bauen wir hier rum. Oh, shit. In der letzten Sekunde losgelassen. Das wollte ich doch nicht. So. Du nach da, du nach da. Ah, wäre besser, wenn das nach da geht, weil dann kann das... Ah, wartet, da sind vielleicht wieder Anschlusspunkte. Irgendwo. Nee, aber nicht hier. Hast du schon ein Krankenhaus gebaut? Schon gleich am Anfang. Alles abgesichert. Okay, und das hat nur zur Seite einen Ausgang. Okay, das ist schlecht. Du hörst ja schon den Krankenwagen im Hintergrund. Okay. Und dann brauchen wir noch einen Weg hier rüber. So und so. Bauen. Wunderbar. Und dann müssen hier noch vielleicht ein paar... Ah, seht ihr, ich wollte Blumenbeete noch herunterladen. Das wäre noch eine Sache. Die habe ich jetzt nicht runtergeladen. Zipper Ride. Okay. Einfach hier so ein... Oh ja, hier das kleine Karussell, was wir hatten. Das wäre doch was. Wo ist es? Ich hatte nämlich so ein klitzekleines Karussell. Warte mal, das muss doch unter...
Wasser, Universität, Tankstelle, Sportplatz, Schule, Rathaus, Haltestelle, Hotel, Kindergarten, nee. Kirche, Kneipe, Lager, Monument, eventuell Geschäft, Güterbahnhof, Gefängnis, Feuerwehr, Endhaltestelle, Element der Infrastruktur. Ah, okay. Attraktion, da, das wird sein. Mary's Go Round. Kriegen wir das hier hin davor? Das wäre echt krass. Hätte ich mal vorher drüber nachdenken können. Aber nee, passt nicht. Schade. Das ist zu groß. Das andere Zipper Ride würde hingehen, aber das... Das will ich da nicht. So ein Karussell hätte ich hier lustig gefunden. Ein bisschen zu groß. Wir könnten auch ein Sportstadion mal bauen. Nimmt einfach mal so einen gesamten Bezirk ein. Oder ein Zirkus. Das ist sehr riesige Sachen. Kleine Sternwarte, eine alte Windmühle, passt hier auch nicht hin. DDR-Schwimmhalle. Ah ja, hier so ein Tower. Den gibt es übrigens wirklich, dieses Wohngebäude. Aber hier ist ja nur eine Attraktion. 300 Besucher. Bei denen dachte ich mir, könnte man durchaus irgendwo an den Rand hinstellen oder ins Zentrum. Der DDR-Pavillon. Bowling. Bowling wäre auch was hier hinten irgendwie. Outdoor-Hotelpool. Hm. Indoor-Hotelpool. Ah, noch so ein Ride, der passt hier aber auch nicht hin. Und der Zipper-Ride passt hier, weil er schmal genug wäre. Die anderen sind nämlich vier breit. Schade. Karussell hätte ich halt wirklich gut gefunden in irgendeiner Weise. Naja, man kann nicht alles haben. Ja, eigentlich ist das drei breit. Theoretisch. Aber der andere ist zweimal drei, ne? Ah, man kann nicht alles haben. Ich könnte den Weg ja wegnehmen und woanders hinsetzen, aber nee, nee. Dann nicht, dann nur Blumenbeete, die unter Monumente waren. Warum auch immer die Monumente sind. Und vielleicht noch sowas Schönes. Keine Ahnung, was das ist. Ah, das kann ich ja nicht bauen, weil es keinen Weganschluss hast. Hast. Hm. Dann vielleicht hier noch so ein... roter Stern-Dings. So. Und... eine Urne? Nee, eine Urne nicht. Die Dinger sind halt auch blöd, die haben auch zu viel Überlagerung. Nee, dann nehmen wir hier die normalen Blumenbeete. So, das passt sogar ganz gut zum Brunnen, nicht wahr? Nee, davon das kleinere vielleicht noch. Und hier nehmen vielleicht... so. Da hinten könnte... noch das so hin. Oh, und hier vorne... ja, 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 ich sehe es, ich sehe es. Nicht meckern, nicht schreien, nicht weinen. Da können die noch hin. So, was machen die Palmen? Die wachsen fröhlich. Die sehen richtig gut aus. Ich glaube, das sind die neuesten Bäume. Die alten könnten sie mal echt überarbeiten. Palmenstrauch, Busch. Also ein paar Büsche wären auch nicht schlecht hier.
zurück in den Spielplatz. Schön auf dem Asphalt. Vielleicht nehmen wir ein bisschen Asphalt auch hier um den Spielplatz oder so wieder weg. Und Palmensträucher. Ah. Okay, passt nicht alles nebeneinander hin. Naja, gut. Es ist, wie es ist. Dann vielleicht, wenn wir die hier so setzen. Zack. Zack. Ich weiß nicht, wie groß die Palmensträucher wären. Keine Ablösung ist da für dich, Lytro. Ja, dann musst du wohl für immer hier bleiben. So, da noch zwei Palmen. Die stehen zwar nicht ordentlich, aber das kann man später wegmachen. Hier nicht. Vielleicht hier zur Kirche noch, wenn es geht. Und hier hinten vielleicht. Dass wir das ein bisschen zuwachsen lassen. Wir können auch noch ein paar Dschungelbäume hin. Dass es ein bisschen verwilderter ist. Und Palmsträucher. Nee, Büsche wollte ich noch hier vielleicht. Vielleicht passen die eher hier hin. Nee, auch nicht. Ah, obwohl. Ah, der ein oder andere Busch. Wilhelm Busch passt hier noch hin. Na gut. Geplant ist es. Gebaut wird es. Keine Ressource Kies. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge mit dem neuen Stadtviertel. Ist ja kein richtiges Viertel, nicht? Ist ja eher eine Erweiterung. Und dann gucken wir mal, was wir so machen. Bis gleich.